Ja, hallo, da sind wir auch schon wieder mit der Änderung der Texturen. Diesmal spielen wir mit dem Texturenpaket, das auf den Namen T-Craft Realistic sich nennt oder schimpft in 64x64. Ja, sieht ja schon mal wieder ein bisschen anders aus als vorher, wobei das auch schon wieder so ein bisschen komisch aussieht. Aber egal, ich muss noch allerdings was verkünden. Es ist wieder mal etwas schief gegangen. Und zwar ganz gewaltig ist hier was schiefgegangen, nämlich diesmal aber mit der Technik. Ich bin leider nicht, ja, was heißt leider, nicht gestorben, sondern mir ist leider nicht geglückt, eine Aufnahme aufzunehmen. Und zwar diese Folge, da wo wir uns jetzt hier gerade drin befinden. Denn ich zeichne ja momentan mit der Hypercam 2 auf, mit dem Xvid HD Codec, den ich mir runtergeladen hatte. Und eigentlich wollte ich da die Qualität ein bisschen verbessern. Hatte auch Vollbild aufgenommen, wollte ich auch mal probieren ein bisschen. Wobei ich immer das ein bisschen blöd finde im Vollbild, weil ich habe da doch schon immer gerne im Hintergrund noch ein paar Fenster offen, so wie den MP3-Player zum Beispiel, das Aufnahmeprogramm und mein ja, Messenger und so eine ganzen Geschichten, um hier halt immer so mein Control Center zu haben. Das geht ja halt nicht im Vollbildmodus, bei mir zumindest. Ja, und das ist leider aber schief gegangen, so dass diese Folge jetzt hier mehr oder weniger eigentlich so ein Mix aus dem Let's Show und ein Let's Play wird. Also seht es mir nach, Verzeihung Leute, war nicht meine Absicht gewesen. Zum Glück ist nicht ganz so viel passiert, weil ich hatte auch nur 30 Minuten aufgenommen plus einen Schnelldurchlauf. So, ich sehe gerade, ich habe hier blaue Bettwäsche, finde ich ja ganz cool. Ja, sieht auch schick aus, Wolle so. Okay, halten wir uns gar nicht so lange auf, sondern wir beginnen auch gleich mal mit dem Let's Show. Um euch einfach mal zu zeigen, ich will mal ganz kurz nochmal schauen, wie das hier aussieht. Okay, das ist auch wieder, ja, ganz normal gehalten halt, ne? So defaultmäßig. Hier ist der Ofen. Ja, ist doch cool. So, die Fackeln sind ja lustig. Die sehen aus wie so eine kleine Raupen oder so, ne? Ja, nee, dann zeige ich euch eben mal, was ich in dieser Aufnahme, die missglückt ist. Also ich habe die auch noch auf Platte, nur die kann ich euch absolut nicht antun, weil die sieht total verwischt aus und verschwommen und verwackelt und so, was weiß ich was alles. Ja, hier sehen wir es gerade, das sieht schon auf jeden Fall wieder ordentlicher aus, nicht so wie unser sexy Pixels. Das hat mich wirklich total aus der Fassung gebracht. Ich war total verwirrt gewesen und neben der Spur wegen diesem sexy Pixels. Das war wirklich eine Zumutung. Kann ich keinen empfehlen, sich das mal, also man kann es probeweise mal runterladen, aber ich weiß jetzt nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Wie gesagt, durchsichtige oder transparente Karotten und diesen Fußballrasen, okay, der war ja noch ganz witzig und der Schnee mit den Punkten, aber der Rest, das war wirklich ein bisschen so, ja, hat wehgetan auf den Augen. Hier sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, finde ich. Sieht ganz gut aus. Und wir schauen jetzt mal an hier unser Let's Show. Natürlich gerade blöd, weil es jetzt gerade wieder Nacht wird. Ich würde mal sagen, bevor jetzt gleich wieder irgendwas passiert, ich gehe erstmal nochmal kurz pennen. Die Tür ist anscheinend so geblieben. Also auch mit Glas finde ich sehr schön. Gehen wir mal schnell in unser Lettor, ins Bett. Okay. So, gute Nacht. Ja. Oh, heute pennt er lange. Ah, hier. Ja, war bequem das Bett. Hat gut getan, der Schlaf. Wunderbar. Ja, dann zeige ich euch das jetzt eben mal. Also es ist, wie gesagt, nicht wirklich viel passiert. Ich habe schon begonnen, einen Acker aufzubauen für unsere Karotten. Das wollte ich ja unbedingt mal machen, weil von unserer Reise wollte ich ja die Sachen alle verarbeiten, mehr oder weniger. Das war ja so mein Hauptziel gewesen in dieser Staffel. Wir sehen ja jetzt hier schon, das ist jetzt in diesem Falle das Karottenfeld. Das hatte ich ja angepflanzt gehabt. Habe ich gerade was abbekommen? Ja, hier ein Karottenfeld habe ich hier angepflanzt, wie gesagt. Das waren ja diese durchsichtigen Karotten. Hier sieht man natürlich in diesem Texturenpaket jetzt so schön die Karotten. Die sehen jetzt auch nicht sehr schön aus, aber nur gut. Immerhin besser als nichts. Ja, und hier habe ich halt angefangen, schon für unsere Kartoffeln noch einen kleinen Acker anzulegen. Der ist allerdings noch nicht fertiggestellt, wie ihr hier seht. Da hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, hier mit dem Platz. Weil das war ja doch ein bisschen schwierig hier, weil hier unser Tümpel natürlich auch ist. Und das war ein bisschen schwierig halt gewesen. Aber ich bin gerade noch so hingekommen, ohne irgendwie noch was abtragen zu müssen. Also das heißt, als nächstes ganz klar Kartoffeln suchen, auch wieder ein 64er-Feld. Und das sieht natürlich dann wirklich irre aus, wenn wir dann jetzt hier den Weizen haben, hier schön unsere Kartoffeln, Entschuldigung, Karotten und dann hier unsere Kartoffeln dann später mal. Dann haben wir quasi drei 64er Felder mit unterschiedlichem Gemüse und das ist toll. Das brauchen wir für Schafe und den Weizen für Schafe und für Kühe, um sie zu züchten. Hier haben wir quasi Karotten für die Schweine und die Kartoffeln, die benutzen wir für uns. Daraus machen wir uns schöne Backkartoffeln oder wie die Dinger da heißen. Die bringen ja auch immer ganz gut Lebenspunkte. Finde ich ganz geil irgendwie. Dann haben wir alle
Gemüsesorten, die es gibt im Prinzip, die so einen großen Acker benötigen, dann komplett. Also nur noch die Kartoffeln fehlen. Kriegen wir aber, bin ich optimistisch. Ja, Melone und Kürbis. Kürbis haben wir ja schon. Können wir uns auch noch. Aber werde ich hier angeschossen? Nö, ne? Oder bin ich hier gestolpert? Ach, ich bin hier gestolpert. Ja, hier unsere Kühe, da ist nicht weiter viel passiert. Und hier ist, wie gesagt, das hatte ich in der Folge aufgenommen. Weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir da stehen geblieben sind. Das ist unsere Färberei. Ich hatte mich um das Dach gekümmert. Das hatte ich allerdings im Schnelldurchlauf gemacht, weil das hat 1,5 Stunden gedauert. Die Leute, die Minecraft ein bisschen länger spielen, die wissen, wie kompliziert das ist, ein Dach zu machen. Das ist wirklich immer ein bisschen schwierig. Wir können uns das mal kurz angucken. Ich habe hier noch so ein kleines Gerüst aufgebaut. Ich mache das immer so, dass ich ringsrum Gerüst aufbaue für die erste Reihe. Das sind quasi diese Treppenstufen. Das seht ihr ja hier. Ich habe jetzt die 3 hoch gemacht. Das reicht, weil ich wollte ein Flachdach haben. Und habe oben quasi nochmal hier, also hier habe ich 2 freigelassen, hier habe ich so 2 freigelassen für normale Bruchsteinplatten, also die Stufen. Und hier habe ich eine 4er-Reihe, einen Block gelegt mit ganz normalem transparenten Glas, sodass wir hier quasi schöne Beleuchtung haben, also eine Deckenbeleuchtung mit natürlichem Sonnenlicht. Mögen die Schafe und ich finde, es gibt auch einen ganz coolen Effekt mit dieser, ja, zusätzlichen Stufe aus Glas, die wir dann hier haben. Aufgebaut habe ich das Ganze, wie gesagt, mit einem Rahmen. Da habe ich ganz normales Dirt, also die Erde genommen, einmal ringsrum gezogen, habe die erste Reihe quasi dann immer frontal hingelegt, habe mir dann wieder ein Hilfssteinchen oder einen Hilfsblock gesetzt und von dem aus wieder eine Reihe rum, bis ich quasi die 3 Reihen voll hatte. Habe hier die Halbsteine dann quasi genommen, hier lang gezogen und zum Schluss das Glas gemacht. Ja, das wollte ich euch dann einfach nochmal zeigen. So, dann gehen wir einfach nochmal rein. Also wie gesagt, Dach hat ungefähr knapp 2 Stunden gedauert. Das hatte ich dann wirklich in einem extremen Schnellmodus gemacht. Vielleicht war das auch der Grund, warum das Video nicht funktioniert hat. Irgendwie, warum das dann auf einmal angefangen hat zu ruckeln und zu wackeln und verschwommen zu sein. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist, Leute, im Vollbild. Ganz eigenartig. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich habe hier auch schon kleine Schildchen gemacht. Wolle-Färberei. So. Gehen wir mal kurz rein. Ist natürlich jetzt alles abgedichtet, also hier kann jetzt kein Creeper oder Zombie mehr rein. Und hier sehen wir auch schon unsere 16 Zuchtboxen mit unseren Schafen. Ich habe die auch schon angefangen zu färben mit verschiedenen Färbemitteln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt schon aufgenommen worden ist oder nicht, aber ich kann euch das auf jeden Fall auch im Laufe des Let's Plays nochmal zeigen, wie man Schärfe einfärbt, weil da kommen wir nicht drum rum. Ja, hier haben wir halt die diversen Schärfe, wie gesagt, immer 3. Die habe ich dann eingefärbt, hier die Naturfarbe, also was Knochenmehl wäre. Hier das Grau, das ist dann halt der Mix, ne? So, dann habe ich da leider noch einen Tintenfisch killen müssen, um die schwarzen Farbstoff zu bekommen. Für diese schwarze. Das schwarze Schaf hieß Harald. Ja, dann hier richtig cool hier, die blauen, die finde ich ja richtig schön. Also so richtig, sehen so richtig technomäßig auch aus. So die Techno-Schafe, die hüpfen dann hier lustig rum. Ja, also ihr seht, die Färberei ist voll im Gange hier. Und hier ist natürlich jetzt noch ein bisschen Platz. Also 1, 2, 3. Also wir haben noch 3 Positionen Platz und somit hätten wir alle 16 Farbstoffe komplett. Ne, hier sind auch noch welche, das sind weiße, die habe ich gezüchtet, Entschuldigung, also 1, 2, 3, 4. Also wir haben noch 4 Farbstoffe. Einmal den dunkelgrauen Farbstoff, der fehlt uns noch, dann fehlt uns definitiv noch der braune. Und das wird das Schwierigste sein, weil um den braunen Farbstoff zu bekommen, dafür brauche ich eine Kakaobohne, um später auch damit Kekse herzustellen. Und da brauche ich unbedingt einen Dschungel. Und der Dschungel, den brauche ich sowieso noch, weil da gibt es die Melonen. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Und da müssen wir einen Dschungel suchen. So, hier habe ich noch ein paar Kisten aufgebaut. Hier seht ihr auch schon die Farbstoffe, die ich in der Folge verwendet habe. Das ist einmal hellgrauer Farbstoff, den ich gemacht habe. Den gibt es aus dem Pflanzenextrakt. Dann haben wir einmal rosa, das gibt es ebenfalls aus dem Pflanzenextrakt. Wir haben Magenta-Farbstoff, den gibt es auch aus dem Pflanzenextrakt. Löwenzahngelb, naja, wie der Name schon sagt, Farbstoff aus Löwenzahn, also das normale Gelb. Wir haben den Orangen-Farbstoff, den kann man sowohl mischen, wie aber auch von dem Tulpenextrakt sich holen. Ich habe ihn jetzt mal gemischt und vom Tulpenextrakt genommen, einfach mal um zu testen, ob es funktioniert. Funktioniert fabelhaft. Dann haben wir einmal Rosenrot, wie auch hier der Name schon sagt, ganz klar, der wird aus den Rosen gewonnen, aus dem Rosenextrakt, hat auch wunderbar funktioniert. Dann haben wir hellgrünen Farbstoff. Hellgrün ist ganz einfach, das muss man sich mischen, den gibt es in der Natur nicht. Da brauchen wir einmal Kaktusgrün und einmal Knochenmehl und schon haben wir den hellgrünen Farbstoff. Dann haben wir einmal das Kaktusgrün, hier wie gesagt, das musste ich in den Ofen reinpacken, musste den schmelzen. Und dadurch haben wir Kaktusgrün. Hatte ich aber auch schon erwähnt. Ja, dann habe ich dann unseren Lapis Lazuli mir noch schnell aus der Höhle geholt, um den blauen Farbstoff im Prinzip
herzustellen. So, und was haben wir hier noch? Türkisen Farbstoff. Den kann man, wie gesagt, mischen, indem man Grün und Blau kombiniert und folglich hat man Türkis. Also auch die Farblehre, die stimmt ja einigermaßen. Ja, und das ist, wie gesagt, das Knochenmehl. Das macht man sich aus, wenn man diese Gerippe da und das Gelumpe da zerhackt und zerhäckselt, dann hat man halt hier Knochenmehl. So, und dann habe ich natürlich noch den Weizen, um die weiter zu züchten. Ja, hier haben wir dann die fertige Wolle, die wollte ich da reinpacken. Die blaue ist noch aus dem Tempel übrig geblieben, genauso wie die orange Wolle. Und das ist die weiße Wolle, die eh noch übrig war. Das heißt also, das zentrale Lager der Wolle wird sich jetzt immer hier in diesem netten Räumchen, hier in dieser Halle, naja, Halle, für eine Halle ist es noch ein bisschen klein, aber ich nenne es mal für die Produktionsstätte, wird sich dann in diesem Let's Play auf jeden Fall hier in diesem Bereich aufhalten. Das heißt, mit Wolle und Färberei haben wir drüben in unserer Behausung nichts mehr zu tun. Da haben wir jetzt im Prinzip hier unseren eigenen Raum. Ein bisschen verfrüht finde ich persönlich in dem Let's Play. Eigentlich wollte ich erst die Kühe, mich um die Kühe kümmern, aber da jetzt nun sich die Schafe haben anlocken lassen, habe ich dann gesagt, okay, komm, die brauchen ein bisschen Platz und wo wir jetzt sowieso schon so schön dabei sind, so produktiv zu sein, machen wir unsere Färbestation. Ja, nachbauen könnt ihr das natürlich auch. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich das Ganze mal als Tutorial mache, irgendwie, wie baut man eigentlich sich eine Färbestation auf. Hier muss ich dazu sagen, das ist die kleinste Variante, die es gibt. Also ihr seht es selber, also die Schafe, die haben ja hier schon kaum Platz. Wenn ihr überlegt, die müssen drei Schafe rein, die verbrauchen zwei Platz und wir haben ja im Prinzip ein Feld von 1, 2, 3, 4. Ja, nee, Quatsch, Entschuldigung, ein 1, 2, den Zaun muss ich noch mitberechnen, 1, 2, 3, ja, ein 3x2 Feld. Das ist natürlich sehr wenig, also ist die kleinste Variante quasi das Minimum, was ihr braucht für eine Färbestation. Je größer, je besser. Sieht natürlich auch optisch schöner aus, wenn er das richtig groß macht. Dann hättet ihr hier zum Beispiel noch so eine kleinen Platten legen können, so wie hier. Das sieht alles dann ein bisschen aufgelockerter aus. Nur da braucht ihr wirklich richtig Platz. Und das könnt ihr auch nicht in allen Bio machen. Da würden sich nur die Plains, wie gesagt, also die Flachlandebene anbieten. Irgendwie da vielleicht so neben so einem Villager-Dorf oder so, da wo ihr euch dann richtig austoben könnt. Ansonsten braucht ihr auf jeden Fall Holz. Ich empfehle in jedem Fall immer Akazienholz zu nehmen als Stufen, weil die sind wirklich gut. Da braucht ihr mindestens, sage ich mal, drei 64er Stacks voll. Genauso braucht ihr zwei 64er Stacks Bruchstein. Ihr könnt natürlich dann auch Ziegel nehmen, wenn ihr wollt, oder den Cleanstone. Das ist euch völlig überlassen. Ich finde, in den Texturenpaketen sieht aber der Cobblestone, also der hier, der ganz normale Bruchstein, irgendwie immer am coolsten aus. Wobei er mir, wie gesagt, bei dem Herrn Sommer noch am besten gefallen hat bis jetzt. Ja, und dann ist ganz klar noch um diese Halbfenster. Ach, das sind übrigens Halbfenster, die ich hier gemacht habe. Die entstehen natürlich, wenn ihr hier eine halbe Platte ranhängt von außen und somit entstehen diese Halbfenster, die es ja in Minecraft normalerweise nicht gibt. Die müsst ihr euch also im Prinzip selber künstlich erschaffen. Ja, ein optischer Täuschungseffekt im Effekt, weil hier durch diese Halbsteine wird es halbiert und somit seht ihr hier, dass hier eine Halbfenster zustande kommt. Ja, dann braucht ihr, wie gesagt, transparentes Glas jede Menge. Hier werden auch zwei Stacks verwertet, A64, einmal für das Dach in der Viererkonstellation, also Viererreihe, sowie einmal ringsrum in einer Höhe von 2 hoch, dritter Block und dann beginnt ja auch schon das Dach. Normalerweise, wenn ihr jetzt ein Zweierdach nehmen wolltet, würde ich euch empfehlen, 4 hoch zu gehen. Ja, also wie gesagt, wieso ist denn hier ein Schaf draußen? Hey, Schaf, was machst du hier? Wie ist denn das da rausgekommen? War hier die Tür offen? Nö. Ja, also manchmal muckt Minecraft hier so ein bisschen rum. Ich weiß nicht warum, aber mit der Zäune, das ist nicht optimal. Also irgendwie scheint das so ein Bug zu sein oder so. Keine Ahnung, weil die Tiere, die hauen auch manchmal aus den Zäunen ab. Bin ich, wie gesagt, froh, dass ich hier eine Tür reingebaut habe. So, jetzt aber genug gelabert. Ist ja schon wieder dunkel. So viel zu der Färberei. Diesen ganzen Spaß, den können wir jetzt hier theoretisch abbauen. Das ist hier so diese Treppe, wie gesagt, die habe ich mir aufgebaut, um da hochzukommen für das Gerüst. Das ist jetzt hier der letzte Rest. Da hatte ich die Folge beendet gehabt, die leider nicht geklappt hatte, auch mit dem Aufnehmen. Schade eigentlich. Ja, gut, so schwupp, die Spuren sind beseitigt. Wie gesagt, sieht vom Weiten so aus. Also ich bin eigentlich recht stolz auf dieses Bauwerk. Ist auch in meiner Privatwelt sieht das genauso aus. Also das habe ich prima nachgebaut. Hat halt nur wirklich mit dem Dach ein bisschen länger gedauert. Aber finde ich richtig cool, dass ich das jetzt auch hier mal im Let's Play mal zeigen konnte. Wenn ich auch leider das nicht zeigen konnte, wie ich es gebaut habe. Mit dem Dach gerade und mit dem Glasdach. Aber nur gut. Kann man so nichts dran ändern. Ist wohl halt passiert. Ich hoffe, dass es nicht wieder vorkommt mit der Technik. Ja, weiter offen ist unsere Melkerei. Milchkühe, die will ich jetzt noch züchten. Aber da warte ich erstmal, weil jetzt habe ich erstmal die Nase voll irgendwie mit dem. Guckt mal hier das Dach, das sieht wirklich cool aus. Ja, gerade diese Doppeldachgeschichte. Es ist symmetrisch, aber
Von der anderen Seite, wie gesagt, das sind zwei verschiedene Dächer. Also einmal das Ja. kurze und einmal das langgezogene nach hinten. Also finde ich wirklich einen ganz coolen Effekt. Kann ich euch empfehlen, genauso nachzubauen. So, jetzt gehen wir erstmal hier wieder über unseren Acker. Ja, also das würde ich sehr gerne abschließen wollen. Bevor ich mit der Kühe weitermache, würde ich sehr gerne noch den Kartoffel-64er Acker anbauen mit Kartoffeln. Da brauche ich allerdings wieder dieses Villager-Dorf. Und hier, das müssen wir natürlich dann auffüllen. Also das wäre quasi jetzt Wasser, sehe ich gerade. Das heißt, hier muss Erde hin. Das können wir eben mal machen. Das habe ich nämlich auch noch nicht geschafft zu machen. Ja, es war eigentlich eine ganz gute Idee, dass ich gesagt habe, okay, wir verzichten jetzt mal ein bisschen auf Design und benutzen im Prinzip hier das Wasser, um gleich immer die Felder im Anschluss aufzubauen. Finde ich eigentlich ganz gut so, weil somit habe ich Platz gespart. Und ihr seht, der Platz ist hier doch ein bisschen. Ach, schade, jetzt sind die alle. Ja, okay, die sind jetzt alle, muss ich neue Erde holen. Und ja, so war das. Gut, ja, sonst habe ich, wie gesagt, in der Folge, die jetzt nicht geklappt hat, nicht viel geschafft. Die Fackeln finde ich irgendwie ganz witzig. Die machen hier richtig helle hier. Ja, so, damit haben wir im Prinzip jetzt erstmal das Let's Show beendet, sodass wir jetzt mal in die Planung gehen können, was wir jetzt in dieser Folge jetzt noch machen. Gut, genau, und da schauen wir dann auch gleich mal nach. Ich meine, wir haben ja hier unsere kleine Pinnwand und da stehen ja schon ein paar Sachen drauf. Ausbau der Behausung, okay, NPC-Dorf suchen. Hier haben wir die Hälfte ja schon fertig mit der Suche des NPC-Dorfes. Das hatten wir ja in der Desert gefunden gehabt in der letzten Staffel, wo wir unsere schönen Sachen alle mitgenommen haben. Hier war das Problem, wie gesagt, die Kartoffel. Und die haben wir noch nicht gefunden. Das heißt also, wir müssten uns hier, um dieses Schild entfernen zu können oder ersetzen durch ein neues Vorhaben, müssten wir dieses noch fertigstellen. Und das hat ja auch mit der Farmerei zu tun. Die möchte ich ja auch gerne abschließen. Deswegen hat das, würde ich sagen, Priorität. Was haben wir hier noch? Höhlenerkundung. Okay. Haben wir schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht, eine Höhlenerkundung. Und ich war ja nun auch schon einmal unten, nee, Entschuldigung, zweimal sogar schon unten in unserer Höhle. Ihr habt es nur im Schnelldurchlauf gesehen. Ich glaube, da nehme ich euch gleich mal mit. Hat auch einen bestimmten Grund, weil bevor wir uns wieder auf die Reise machen, nach der Suche nach einem NPC-Dorf und nach einem Dschungelbiom oder irgendwas anderes, will ich nochmal eben gucken, wie viel Eisen ich habe, weil ich glaube, wir hatten keinen Eisenmangel gehabt. Ja, Eisenmangel gehabt. Ja, Game-Gespenster, also mit einem Eisenmangel, da musst du mal ein bisschen mehr Spinat essen. Also ein bisschen Eisen. Nee, Spaß beiseite. Wir haben nämlich nur 16 Stück und ich kenne mich. Und auf Reisen, da stirbt man ja auch ab und zu mal und in Höhlen auch. Das ist so der fade Beigeschmack dabei. Eine Goldrüstung will ich mir nicht machen und für Rüstungen braucht man doch immer recht hohen Eisenanteil. Und aus diesem Grund will ich nochmal eben sowieso runter in die Höhle. Und das machen wir jetzt mal nicht im Schnelldurchlauf, sondern dann nehme ich euch einfach mal mit. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Natürlich in die Höhle, die ich da aus Frust aufgebaut habe, wo ich ein interessantes Höhlensystem gefunden habe. Und ich glaube, die ist auch voll mit Erzen, die Ding. Also da kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, Eisen rausholen. So, dann rüste ich mich mal eben aus für die Höhle, was wir da brauchen. Ich nehme auf jeden Fall mal ein Schwert mit. Die Spitzhacken, die brauchen wir immer in der Höhle. Ich habe auch hier schon eine Eisenspitzhacke drin. Das ist sehr gut. Die ist ja noch übrig geblieben. Die ist zwar nicht mehr voller Power, aber ich glaube, die sollte reichen, um, falls wir jetzt noch Redstone finden sollten, Diamanten glaube ich weniger, aber man kann ja Glück haben, mitzunehmen. Eine Axt nehme ich auch immer mit, falls man auf eine Mine stößt, auf eine verlassene. Eine Schippe kann man noch mitnehmen für den Gravel. Ja, Fackeln, ganz wichtig, die nehme ich auf jeden Fall mit. Pflasterstein nehme ich mit. Und was ich noch mitnehme, was ist das hier? Aha, Holz nehme ich nochmal mit für Notfälle. Und Dirt, falls man sich irgendwie hochbuddeln muss. Und das haben wir ja, glaube ich, en masse. Genau. Das brauchten wir ja eh noch für unseren Acker, um den fertig zu machen. Schilder sollte man eigentlich immer mitnehmen, um wieder rauszufinden und um die Höhle noch, also das Cave-Design, wirklich richtig professionell anzugehen. Eine Werkbank nehme ich nochmal mit für den Fall der Fälle. Und Holz würde ich gerne noch mitnehmen. Da haben wir ja Fichtenholzbretter. Gut, wenn wir sterben sollten, ist natürlich wieder alles weg. Aber da die Höhle ja nun gleich bei uns um die Ecke ist, dürfte das kein Problem sein, sodass die Items da vielleicht sogar noch drin liegen könnten, sodass man sich die wieder holen kann. Ja, also kurze Überraschung, so am Ende, was heißt am Ende, so am Anfang, dass wir jetzt doch erstmal in die Höhle gehen. Schaut mal unser Zuckerrohr an hier, cool, ne? So, hey, das verlagern wir auch nach oben. Ich gehe aber erstmal kurz nochmal pennen. So. Ist in der Höhle zwar egal, aber ich wollte nochmal ganz eben, bevor wir in die Höhle runterstolzieren, werde ich erstmal nochmal schnell mit der Erde das dort auffüllen. Unseren Kartoffelacker, der zukünftige Kartoffelacker, um dann halt mal zu gucken. Und ich höre schon wieder. Ja. Und tschüss. Genau. Hier. Ja, die tonen immer oben auf dem Dach rum. Ist ja kein Wunder. Ist ja noch kein Dach. So, dann kann ich das mal eben kurz mal hier noch schnell mal fertigstellen. Da sind wir ja stehen geblieben. Hier nochmal kurz mit Erde auffüllen.
sodass wir das Thema auch nochmal schnell abschließen können. Es geht ja schnell. Hat ja nicht mehr viel gefehlt. Seht ihr, zack, und schon ist es fertig. Hier kommt dann später Wasser rein für unsere Kartoffeln. Somit können wir dann auch gleich loslegen. So, das packe ich nochmal kurz eben hier oben rein. Da ist ja noch genügend Platz für Erze. Schnapp mir mein Schwert. Und ich sehe gerade, ich sollte mir vielleicht mal wieder Essen mitnehmen. Fast wäre schon wieder der nächste Fehler passiert, wenn wir in die Höhle gehen. Dass ich mal wieder die Herzen, ich sehe so, sie sind gerade nur 50% runter. Also schnappe ich mir eben nochmal was zu futtern. Was ich mir ganz gerne mal eben mitnehmen werde. Einfach so für den Fall der Fälle. Falls was passieren sollte, dass wir da ausgerüstet sind. Ich gucke mal eben, was wir hier noch zu futtern haben. Wir haben noch 4 Karotten übrig. Ja, da haben wir jetzt einen ganzen Acker. Die kann ich im Prinzip jetzt wegfuttern. Und was haben wir noch? Gammelfleisch, da nehme ich mal die Hälfte mit. Ja, das kann man essen, so eklig, wie sich das anhört. Aber das kann man tatsächlich essen und das machen wir auch einfach. Zack, guten Appetit. So, wir haben auf jeden Fall was mit bei. So, die Herzen regenerieren sich langsam wieder. Und ja, Höhlenaktion beginnt jetzt auf der Suche nach Eisen.